Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir werden mit den Gestalten, die hier sich so rumtreiben, mal reden und als erstes unterbrechen wir einfach dieses Gespräch und reden mit Finn. Hi. Hi, ich bin Finn. Schön. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Geil. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Schwein. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Willst du einen Fischstand kaufen? Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt. Vergiss es. Ich bin Bauer und habe keine Ahnung von Fischen. Frag lieber im Hafen. Frag lieber im Hafen. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Das ist, super. Flavio, da du gerade hier bist, rede ich jetzt mit dir. Ich bin der Händler Flavio. Hey, das ist schön. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Aha. Super. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Ja, das ist aber schon scheiße, ne? Dann wird ja einfach mal die Existenzgrundlage von einigen Jägern abgeschnitten. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Belchior kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben? Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Na klar doch. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Okay. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie ich denn Felle bekomme. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Naja. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belchior, damit er es verteilen kann. Alles klar, das Problem ist nur, wie komme ich denn aus? Naja, irgendwie wird das schon gehen. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belchior. Du heißt Gillis. Vergiss das nicht. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belchior.
Sag mal, atmet irgendeiner hier mir ins Ohr, oder wie? Stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Alter, dieses Gepuster nervt ein bisschen. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Wie bist du Novize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Bestimmt. Ich werde mal versuchen, ihn nicht zu beklauen. Wir reden mal mit Belschwur. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Dich auch. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Eigentlich weder noch. Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belschwur. Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Man darf nicht alle töten? Das ist doof. Weiß ich nicht. Gute Antwort, mein Sohn. Das wäre schon mal ein Anfang. Denn niemand kann es wissen, ehe er nicht den Weg eines Novizen beschreitet. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Aha. Ich werde erstmal die Heiltränke für dich verteilen. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Okay. Alles klar. Dann muss ich ja erstmal gucken, wie muss ich denn jetzt hier, was, wie, wo und überhaupt, ne? Hafenstadt, blablabla.
Medizin für alle, Questkarte. Finn, Cole, Josh, Elias und Arno. Alles klar. Finn, Finn, wo bist du hin? Finn? Finn! Da ist er. Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Na, dann Prost, ne? So, wir gehen nochmal zu Cole. War der hier oben überhaupt? Vielleicht kann er mir helfen wegen den Fällen. Ne, hier ist er gar nicht. Der war da oben, genau. Ich muss ja irgendwie Fälle bekommen und vielleicht kann er mir sagen, wo, wie, wann und warum. Und auch alles andere, was man noch wissen müsste. Mal schauen. Weißt du, wo ich Fälle bekommen kann? Fälle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Fälle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Fälle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Fälle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Pavel, da muss ich erstmal gucken, wer ist Pavel, wo ist dieser Pavel und überhaupt. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Ich hoffe, dass das jetzt auch keine Auswirkungen darauf hat, dass ich jetzt Magier werden muss. Ich hoffe, ich kann das einfach so machen. Das wäre sonst ein bisschen doof. So, gucken wir mal kurz. Ich gehe mal erstmal wieder nochmal zurück, ne? Und dann gucken wir uns hier alles an. Ich muss ja diesen Pavel eh finden, irgendwie. Ich habe gar keine Ahnung, wer Pavel ist, wo Pavel sein soll und so. Da lang war das, ne? Wer bist du? Du bist ein Bauer. Oh, Hallöchen. Hallo, Fremder. Ich bin Casey. Hallo, Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Bin geklettert. Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Natürlich. Jemand wie du lässt sich nicht von ein paar Gitterstäben aufhalten. Genau. Genau. Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau. Er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Ist aber nett. Erzähl mir von dir. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Ach so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Ich halt's nicht aus. Ich muss weg. Ich halt's nicht aus, genau. So sieht's aus. Ich muss weg. Tschüss. Ah, guck mal, hier haben wir noch was. Zack. Wo ist denn dieser Elias hin gewesen? War der nicht hier? Da. Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. NP, mein Freund. So, dann gehen wir mal zu Arno. Der war das mit seiner Frau da, ne? Die ja Probleme hatte. Glaube ich. Gehen wir mal zu Arno. Hier hast du einen Heiltrank. Nicht alles auf einmal aussüffeln. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Ja, kein Problem. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Was soll ich da jetzt tun? Ja, komm. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. So. Die kranke Bauersfrau. Wir fragen natürlich direkt mal hier bei unserem neuen Lieblingsfreund nach, ob der vielleicht was machen kann, ne? Der hat doch bestimmt ein paar Bettchen frei. Mieser Schläger. Ach, Schnauze. Was willst du? Reicht dir mein Gold noch nicht? Ich hatte dich gewarnt. Ja, ja, ich weiß. Du kannst nichts dafür und hattest deinen Auftrag. Korrekt. Genau. Also am besten vergessen wir die Sache und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Verstanden. Gut. Schließlich muss es weitergehen. Genau. Ich habe da eine kranke Bäuerin, bla bla bla. So.
Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was habe ich damit zu tun? Komm. Ich werde das Bett für Sie bezahlen. Das ist natürlich etwas anderes. Gib her. In Ordnung. Sie soll ihr Bett bekommen. Na also, geht doch. Ja, wir schmeißen ja einfach die Kohle raus. Weißt du, was soll's? Wir haben's. Mehr oder weniger. Wie viel habe ich eigentlich? 100, ja, guck mal, 161 können wir uns leisten. Ich brauche aber links ein bisschen mehr Gold. Aber wir können Anu. Wir können Anu sagen, hier, pass auf, Bett ist fertig, ne? Deine Frau kann zu Costa umziehen. Ist das wirklich wahr? Ich danke dir, Fremder. So etwas hat noch nie jemand für uns getan. Du bist ein guter Mensch und sollst dafür belohnt werden. Wir haben nicht viel, aber geh zu meiner Frau. Sie hat etwas für dich. Eine Schmuckdose? Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Geil, ich habe ein Kochrezept. Ich wollte schon immer ein Kochrezept als Belohnung bekommen. Für irgendwas. Daumen hoch dafür, ne? Daumen hoch. So, ich geh mal hier lang. Geh ich hier lang? Anscheinend gehe ich hier erstmal lang. Halt, wer bist du? Du bist deine Wache, dann geh weiter. Ach so, hier ist der, hier, Hafen. Ich bleib erstmal oben noch ein bisschen in der Gosse, weil wir gehen nämlich jetzt mal zu Josh. Der soll uns eh noch ein bisschen Kohle geben und dann kriegt er von uns ja auch noch einen Heiltrank. Also ich meine, das ist ja wohl mehr als genial für ihn. Wer bist denn du? Ein Ordenskrieger. Kann ich mit dir reden? Ich hab genügend eigene Sorgen. Blubli, 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 blub. Wir sollen ja auch mit Pavel reden, genau. Und Pavel wird uns dann erzählen, wie wir an mehr Fälle kommen können. Wer bist du? Hallo? Du bist Sid. Hey, ich bin Sid. Schön und für dich. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Nein, noch nicht. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben, aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Okay. Ich versuch's. Oh, wer ist denn das? Hallig. Ach, du bist Cathy, ne? Was? Nee, schon gut. Na ja, schlaf weiter. Ist da jemand? Nee. Keiner da. Alles gut. So, da hinten ist der Leuchtturm. Der leuchtet nicht, aber das macht nichts. Das ist also der Hafen. So. Aha. Ja, doch. Wer bist denn du? Du bist eine Wache. Kann ich hier was klauen? Nein? Schade. Na gut. Ich glaube, hier ist die... Ist hier die Kneipe? Ingvar. Welch ein Name. Dieter. Ach, der Dieter ist auch da, super. Oh, Patty. Nico ist auch hier, guck mal, Nico. Ja, Mensch, was machst du hier? Vasili. Hier sind einige Leute, mit denen wir sprechen können und das auch tun werden natürlich, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch. Wir werden uns mal ein bisschen weiter in der Stadt umsehen natürlich noch, dann. Ne? Aber erst mal mit den ganzen Leuten sprechen, dann werden wir ein bisschen hier den Hafen mal abchecken, hier so. Ich denke mal, das wird das Schlachthaus sein. Ich habe noch keine 10 Fälle, deswegen brauche ich da noch nicht hin. Aber hier ist Hafen. Und hier müsste dann das Händlerviertel sein. Ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.